Morgen. Guten Morgen. Viel Spaß mit euch. Ich hoffe, dass wir jetzt auch viel Spaß haben. Wir als Gemeinde sind sehr stolz darauf, auf unsere neue Halle, die ja bekanntlich als Turnhalle für die Grundschule genutzt wird. Also ein wichtiges Unterpfand für den Schulstandort Kaltenwestheim überhaupt. Nach dem Umfang der Sanierung zu urteilen, kann die Grundschule für die nächsten Jahre, ja eigentlich Jahrzehnte, auf jeden Fall erhalten bleiben. Wir hoffen, dass die Schulplaner und auch das Landratsamt das genauso sieht wie wir auch. Herr Landrat, du weißt, wo ich hin will. Ne? Danke. Dankeschön. Ich bin begeistert, was ihr hier geschafft habt. Ich war das letzte Mal hier am 31. Januar und da habe ich eine Karnevalsveranstaltung begleiten dürfen, die mir im Gedächtnis haften geblieben ist. Rundum dürfen heute an diesem Tage alle glücklich und zufrieden sein. Und mir bleibt nur, mit Ihnen gemeinsam das Glas zu heben auf diesen wunderschönen Tag, auf diese gute Entscheidung und auf die zukünftige Nutzung dieser Halle. Prost, sagt man so schön. Ist ja wohl. Lieber Harald, nochmal in dem Zusammenhang meinen herzlichsten Dank. Die besten Grüße und Glückwünsche zur Einweihung der neuen Halle und dass immer das Haus gut gefüllt sein möge und gute Veranstaltungen hier stattfinden möchten. Aber da habe ich keine Sorge, das klappt bei euch immer recht gut. Also, hier muss eine Mühe hin. Recht schönen Dank nochmal. Ne? Ebenfalls, Dankeschön. Sieh nicht die Wolken so schön und leuchtend am Himmel entlang. Mir gefällt's. Es hat gut geklungen, auch mit wenigen. Wir waren ja heute nur, glaube ich, 14 oder so. Hat es so geklungen, als wären wir 28. Doch, also ich finde es schön. Und ich freue mich auch auf die nächsten Veranstaltungen, die wir hier veranstalten werden. Wir machen also zum ersten Advent, haben wir hier ein Chortreffen geplant zum Weihnachtsliedern. Ich freue mich drauf. Also ich muss einfach sagen, das ist hervorragend geworden, vor allem wenn man sieht, was das für ein Aufwand war, wie die Halle vorher dastand, wie sie jetzt dasteht, wie schön warm die rüberkommt, der Schall ist angenehm, man hat ein unwahrscheinliches Licht durch die Lichtbänder oben. Also ich finde einfach, das ist eine super Geschichte und für Kaltenwestheim, für alle Vereine einfach ein großes Dankeschön, dass man sowas hingekriegt hat, dass man sagen kann, so eine Halle, die kann man vorzeichnen, da kann man auch wieder sagen, kommt alle hierher nach Kaltenwestheim, schaut es euch an. Das ist einfach eine gute Geschichte, muss man so sagen.